Aber guck mal, hier ist dieses Eis, Leute. Das kann auch sein, dass die Geheimräume hier irgendwo sind. Das kann möglich sein. Das ist natürlich nochmal spannend. Die Kiste weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war es sogar hier. Ich glaube, hier oben waren wir noch nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Notenblock. Ja. Nein. Nein. Oh nein. Aber ist kein Wort, ne? Auch irgendwie so eine Platte. Eine Trittplatte, da dürfen wir bestimmt auch nicht hoch. Aber ich kann die Blöcke auch nicht abbauen, oder? Ich kann maximal... Ja, den Teppich habe ich jetzt nicht mit. Aber was ist denn, wenn ich das mit Wolle abdecke? Ich mache hier mal eine Fackel hin. Na gut, das geht jetzt gar nicht. Ich baue die mal ab. Ach Mist. Ah, jetzt kommt er. Da hinten läuft er. Gut, das war's. Ja, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Eventuell müssen wir außen rumlaufen, ne? Oder schleichen. Schade halt, dass ich keinen Drink mehr habe. Aber da wissen wir das nächste Mal, wenn wir so eine Aktion machen, dass wir da noch mehr brauchen. Am besten zwei Schalker-Kisten voll oder so. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt am besten dran vorbeikommen. Aber warte mal, wenn ich die Notenblöcke abdecke, die machen aber trotzdem Geräusche, ne?
machen ja eigentlich trotzdem Geräusche. Wenn wir zumindest auf die Trittplatten kommen oder so. So, oberflächlich kann ich sie erstmal abdecken, da dürfte nichts passieren, ne? Nee. Die Platte haben wir abgebaut, also das heißt, wir könnten jetzt auch mal hier runterspringen und gucken, ob auf der Seite hier irgendwas ist. Nein. Noch hat er uns nicht entdeckt. Kriege ich da rum. Ja, entdeckt hat er uns noch nicht, zum Glück. Werden wir es mal nicht provozieren? Einmal gehen wir noch gucken. Noch vorsichtiger. Eigentlich müsste er gleich wieder verschwinden. Da oben kommt er, ne? Nicht gut. Ah, jetzt ist er weg. Scheinbar. Nee, ein ganz leises Pochen höre ich noch. Oder täuscht mich das? Nee, der ist, glaube ich, weg, ne? Komm, einmal gehen wir noch gucken da hinten. Ein ganz leises Pochen höre ich noch. Jetzt ist er wieder reingekrochen. Alter, die blöde Fledermaus. Irgendwie müssen wir es doch schaffen,
uns die Sache genauer anzugucken, ne? Was ist denn das auch für ein Haufen Wolle hier? Das muss doch auch irgendwas zu bedeuten haben, oder nicht? Die ist doch bestimmt nicht umsonst hier, oder? Okay, Campfire. Ist das ein Campfire? Tatsächlich. Auf jeden Fall nehmen wir uns die Wolle nochmal mit. Vielleicht versteckt sich ja hier auch noch irgendwas, ne? Ist ja zum Beispiel in der Woodland Mansion, ist es ja auch so, dass du da einen Haufen Watte hast und dann versteckt sich da irgendwo teilweise ein Diamantblock drunter oder so, ne? Wenn das hier irgendwie ein Tisch ist oder irgendwas, ne? Sein soll. Was hat das bitte für Bewandtnis hier? Ja, jetzt habe ich wieder die Fackel ausgemacht, Trottel. Weiß ich auch nicht. Das soll doch bestimmt einen Tisch darstellen. Ja, die Ancient City, die hat ja auch mit den Pillagern zu tun, ne? Also es kann schon sein, dass die hier vielleicht irgendwie eine Art Aufenthaltsraum haben oder sowas. Ich glaube, ich habe sowas in der Art auch schon mal gehört, bin mir aber nicht sicher. Kann schon möglich sein, ne? So, wir gucken uns das nochmal an.
Ich baue mal die ganzen Kreischer hier zu. Wir haben ja jetzt ein bisschen Watte wieder. Nein. Jetzt hat er sich eingebuddelt. Sehr gut. So, wir sind ja gleich hier. Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich werde jetzt allerdings keine Fackel mehr aufstellen.
gut wie möglich alles abdecken. Das ist besonders gut geschützt hier, ne? Und dann auch mit solchen Fallen. Aber eventuell ist das ja auch irgendeine Mechanik, mit der man irgendeine Tür aufbekommt oder so. Das kann natürlich auch noch sein, ne? Gucken, ob die Wolle reicht. Genau, machen wir so. Und so, dann ist der auch dichte. Hier noch, ne? So. Da ist noch einer. Ich habe keine Ahnung, ne? Wir müssen hier bestimmt irgendwas kaputt machen. Mit der Druckplatte hier. Das ist ein Werfer hier, oder? Nee, das ist eine Tür. Nice. Warte mal, ich mach die einfach kaputt. So. Okay, wir sind drin, Leute. Ich glaube, wir sind drin. Ich glaube es. Hier ist auch eine Kiste. Aber ich würde sagen, Leute, ich weiß zwar nicht, wie lange das dauert hier, aber ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge in Ruhe nochmal an, wenn wir es jetzt einmal gefunden haben. Ne? Genau. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich darauf, wenn das so ist. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Eine Folge verbringen wir noch hier unten. Vielleicht gehen wir dann morgen auch zusammen hoch oder so. Mal gucken. Je nachdem, wie viel Zeit das dann in Anspruch nimmt. Wir schauen uns hier in Ruhe und gründlich um. Und wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, zeigt es mir mit dem Däumchen nach oben. Ne? Ihr wisst das. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier passiert, informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.